Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck. Kritik an Julian Bams Netflix-Serie Life is a Glitch. Also die Titel, krasser Titel. CEO Talk and Comments. Ey, nice. Ich habe ja auch schon die Serie gesehen. Ich finde sie mega gut. Es wird halt genau der Julian Bam-Humor eingefangen. Problem ist auch, was ich auch bei anderen Kritikern gesehen habe, dass sie das nicht, wahrscheinlich die YouTube-Videos von nicht kennen und auch nicht wollen oder nicht gut finden, dass diese Art von Humor quasi auf Netflix ist und das Image dann von deutschen Videoproduzenten irgendwie schlecht dargestellt wird. Manche verstehen es auch nicht, den Julian Bam Humor, und ich finde es gerade gut, dass er Julian Bam Humor da reingemacht hat, genau wie seine Videos, nur in längerer Form. Und genau das mag ich, und ich glaube, das wollte auch erreichen, die Fans anzusprechen. Heißt auch im Titel With Julian Bam, und ja, also wirbt ja auch mit seinem Namen und so weiter, also musste, war das ja auch in die Richtung. Und die Kritik habe ich auch gesehen, ich glaube, das ist auch die CEO meint. Und ich habe dazu auch ein Video gemacht zu Julian Bams Serie, also check das Video gerne ab auf Brody. Aktuell nicht so krass angekommen, aber ja, ich ist nicht mehr mein Hauptcontent. So, ja. Ich finde die Serie ultra geil. Ich bin schon auf nächste Staffel, weil es kann ja eine nächste Staffel geben. Und die aktuell ist ja noch in Top 10 drin, oder? Also die war jetzt letztens noch auf Platz 9, Platz 8, glaube ich sogar. Am Anfang war sie auf Platz 5 direkt. Aktuell ist sie auf Platz... Dun, 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 dun. Oh, gar nicht mehr drin. Hm. Und gestern war es noch in den Top 10 drin. Dann ist sie raus. Trotzdem, Staffel 2 will haben. Na Leute, habt ihr Bock auf ein neues Video? He's so ugly! Geil, Edmund! Was findest du schlimmer, ASMR oder tausendfach produzierte DIY-Videos? Ohne Scheiß, ihr wisst ja, da muss ich keine Sekunde überlegen. Bei mir ist es zu 1000% ASMR. Weil ich kann einfach beim besten Willen nicht nachvollziehen, wie man sowas gucken kann. Oh, Essen, oh, ich hab letztens, es gibt sogar auch ASMR-Leute auf TikTok, die Livestreams machen. Und dann scroll ich so abends durch die TikTok-Dinger durch. Ich weiß, es ist eine Qual, aber ich, eine Sucht, aber ich muss weitermachen. Und dann sehe ich jemanden, der einfach einen Livestream macht, wo man nur den Mund sieht. Nur den Mund so. Also nur diesen Bereich hier. Diesen Bereich hier so. Und dann hört man nur Essen die ganze Zeit. Und ich denke mir so, nein, oh mein Gott. Sogar durch den tunnelnden Mund hört man das Essen dann halt auch kauen, ne? Es ist so furchtbar. Ich kann das nicht. Ich mag ASMR, wo so halt so oder wo so mit der Hand so. Das finde ich ganz okay. Das ist, kann schon angenehm sein, sowas. Mag ich. So tippen oder sowas. Das ist okay. Aber so Essen Essen geht gar nicht. Für das habe ich Misophonie. Wie Tuchkuchen, wie Tanzverbot. Mag ich gar nicht. Ja, was ist denn das, Alter? Nee! Oh, hör auf! Vor allem diese Nudeln sind ja ultrascharf. Warum tut man sich solche Schmerzen an? Oder hier, Zwiebel-ASMR. Warum? Warum? Stell dich doch mit dem Stöhnen noch dabei, so. Ah, oh, oh, ist das scharf. Oh. Ja, lass mich raten. Schmeckt scheiße, oder? Leute, willkommen zu meinem ASMR. Heute werden wir ein paar Rasierklingen essen. Doch bevor wir loslegen, rufe ich vorher nochmal logischerweise Notarzt schon mal Sicherheit. Ja, und nicht nachmachen, Leute. Rasierklingen kann man nicht essen. Hier, Warnung an YouTube und so, ne? Darf man nicht essen. Aber an, ne? Hier oben, Alter. Was geht ab, Elite? Zeus hier! Ja, Leute, jetzt wird's wieder richtig geil, denn ihr habt mir wieder Fragen auf Twitter gestellt. Und was gibt es Schöneres, als dass wir uns diesmal richtig reinballern? Deine Meinung zu öffentlichen Toiletten? Ja, keine Ahnung, es gibt zu wenige davon. Bevor man eine findet, hat man sich schon längst in die Hose gepisst. Und Alter, könnt ihr mal aufhören, 50 Cent zu kosten? Wenn ich pinkeln muss, dann jetzt so... Ich war noch nie in einer öffentlichen Toilette. Höchstens mal als Kleinkind, wo ich dann unbedingt aufs Klo musste, irgendwie bei irgendeinem Restaurant eingegangen sind, um da aufs Klo zu gehen, McDonald's oder Burger King oder sowas. Aber es war noch nie der Fall, dass ich irgendwie jetzt mitten in der Stadt spazieren war und so, oh Mensch, ich muss unglaublich aufs Klo. Dann hältst du halt zu Hause ein, so, ey. Also, als Mann hast du ja eh ein bisschen einfacher, glaube ich. Sofort, Mann. Ich hab da keine Zeit, nach einer Münze zu kruschen, Alter. Und vor allem sind diese Toiletten total gemein, weil da muss man zuerst bezahlen, bevor man dann sieht, was drinnen ist. Ah, ja. Oh, shit. Oh. Nee, ihr merkt schon, ich antworte auf alles, deswegen legen wir jetzt los in 3, 2, 1, go! Kommst du damit klar, dass das Jugendwort des Jahres cringe ist? Ja, Leute, es ist wahr, das Jugendwort 2021 ist tatsächlich cringe. Cringe? Aber was ist das? Cringe. Das Wort ist cringe. Ja, es ist cringe. Ich finde, dass das Jugendwort des Jahres cringe ist, ist cringe. Wieso nicht Geringverdiener? Viel besseres Wort. Wurde dieses Jahr voll oft gesagt... War dieses Jahr der Trend,
ist eher Jugendwort als cringe. Cringe sagen wir doch schon seit 2010 oder wann sagen wir das Wort denn schon im Alltag? Eigentlich. Cringe ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit cool, Jugendwörtern ja. flext? Läuft bei dir, ARD. Alter, ich hab keine... Ja, das fand ich geil. Das hab ich auch gesehen schon, ja. Das fand ich geil von der... War ein geiles Beispiel. Keine Ahnung, wer der Social-Media-Berater von ARD ist, aber der Typ weiß, wie man virale Hits schafft. Ich muss sagen, ich finde es sogar ziemlich gut, dass Cringe gewonnen hat, weil es ist offensichtlich ein Jugendwort und wird ja auch super oft benutzt. Vor allem ja, aber Cringe ist ein alt. Cringe ist nicht von diesem Jahr. Cringe ist nicht von diesem Jahr. Cringe ist wieder so cringe, dass wer cringy sagt, ist cringy. Wirklich, Zitat Tuddle. Teacher Beast Boy. Es ist schon wieder zu altes Wort. Videos geht, was ist denn da los? Von daher Glückwunsch auch von mir an der Stelle. Nein. Findest du es fair, dass der Drache nur ins Gefängnis muss? Oh, scheiße, dieses Thema schon wieder, ey. Was kann man dazu schon sagen? Er ist ja vorher schon auf Bewährung verurteilt gewesen, deswegen war es nicht allzu überraschend, dass es jetzt nicht schon wieder Bewährung geworden ist. Und keine Ahnung, eventuell ist es auch ganz gut, dass er mal 2 Jahre lang kein Internet hat, weil ich weiß nicht, ob ihr Bescheid wisst, was bei ihm so los war. Ich sag's mal so, das ganze Drama oder Skandale zu nennen, ist sogar noch extrem untertrieben. Aber ja, keine Ahnung, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema. Was ist deine Meinung zur Netflix-Serie von Julian Bam? An der Stelle erstmal Glückwunsch an Julian Bam. Ich glaube, es gibt nichts Geileres, als eine Netflix-Serie zu bekommen. Von daher schon mal Hut ab, ist wirklich eine geile Leistung. Thanks. Die Serie selbst ist so okay gut, aber ich habe auch erst nur eine Folge gesehen. Auf Netflix ist man halt sehr verwöhnt, da kommen ja wirklich brutal krasse Serien raus. Da geht dann das so ein bisschen unter, würde ich sagen. Ich finde, wenn man es anschaut, kommt so ein bisschen Julian Bam YouTube-Vibes auf, obwohl die Serie so auf YouTube hochgeladen viel zu heftig wäre natürlich. Der Humor ist okay, genauso wie die Handlung. Aber ich muss an der Stelle wirklich mal John Kim loben. Ich finde, seine Schauspielerei ist wirklich überraschend gut einfach nur. Weil egal, was er sagt oder was er macht in der Serie, ich kaufe ihm alles ab. Also hat er irgendwie Schauspielerei gelernt oder so? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Am Ende ist aber auch scheißegal, was jetzt ich oder irgendwelche Kritiker bemängeln. Am Ende ist es ja trotzdem eine voll geile Leistung. Stundenlang sind sie allesamt die reinste Folter. Oh Gott, was für Kritiken. Aber das ist halt, dazu kommt auch, dass die Dialoge zum Fremdschämen schmerzhaft sind. Oh Gott, ey. Wo YouTube-Videos von Improvisation leben, müssen sich hier als Schauspieler beweisen. Das gehöre ich nach hinten los. Wenn wenigstens der Science-Fiction-Part irgendwie interessant wäre. Digga, bemängeln, am Ende ist es so. Das sind dann irgendwelche solche Filmkritiker, die dann so hingehen, so, ah, oh, das finde ich jetzt aber nicht gut, weil das nicht in meinen Kram passt, den ich seit 80 Jahren schon gucke. Nee, also ich finde es saugut, wirklich. Ich bin Seriensuchti. Ich habe gefühlt jede Serie auf Netflix gesehen. Und hier steht sogar Julian Bam. Ach Mann! Ja! Da wäre ich aggressiv. Wie kann man denn eine Kritik schreiben und dann den Titel falsch? Ja, natürlich glaube ich, ist deine Kritik jetzt richtig. Natürlich, dann wenn es ums Copyright, wenn es ums Kopieren geht, um Rechte, da ist richtig, ne? Aber wenn man dann selbst einen Namen schreiben muss, dann schreibt man den Namen falsch. Julian Bam, in der Überschrift ganz fett. Julian Bam. Der glaubst du das? Er kaufst es. Das ist ja das Wichtigste. Ob jetzt hier ein anderes Wort falsch geschrieben wurde. Hier, von mir steht Julian Bam wieder richtig, hä? Aber, ob es Wohlfühlzone oder YouTube-Videos oder eine Schauspielerei, wenn da ein Wort falsch geschrieben wird, ist es mir eigentlich Schnurz, ja? Aber wenigstens den Titel sollte man doch schreiben können. Also, von wo ist denn die Kritik? Wo ist denn der Link dazu? Ich weiß schon mal, welche Seite ich meiden werde zukünftig. Hä, was ist denn das? Julian Bam, Alter. Ja, wenn ich irgendwann mal Serien mache, keine Ahnung, im nächsten Leben, war ich auch Braudi da oder so, OA vertauscht, auf der Seite hier. Ey, wirklich, was ist das denn? Raste ich aus. Leistung, mal sowas umgesetzt zu haben und einfach mal eine Serie auf Netflix zu haben. Das kostet einfach super viel Energie, Zeit und Nerven, sowas umzusetzen. Die wissen ja auch nicht, was die Arbeit in der steckt eben, ja. Oder? Also Julian Bam kann da einfach stolz auf sich sein. Na, Merkel, denkst du, ich bekomme auch mal eine eigene Serie auf Netflix? Nö. Ja, ich glaube auch nicht. Popcorn, süß oder salzig? Leute, ich habe mal gegoogelt aus Interesse, wie man Netflix-Serien machen kann, wo man sich anmelden muss, ob man da irgendwas hinschicken kann und sowas. Man kann einfach nirgends anmelden. Du kannst nirgends eine Mail schicken. Du musst jemanden kennen, der so ein Netflix-Manager-Typ ist. Und der kann ich reinschleusen. Das heißt, du musst den Vitamin Bs haben, um da reinzukommen. Finde ich irgendwie interessant irgendwie. Du kannst einfach hingehen, so, jo, ich schicke eine Mail dahin, dann kriege ich eine Serie. Oder du kannst als Produktionsteam. Aber das ist vielleicht wieder die Connections so.
Aber kann nicht jeder so. Muss die Nummer haben von Netflix-Typ. Interessant. Leute, ich will hier keinen schocken, aber dass Popcorn süß ist, ist etwas sehr Ungewöhnliches. In den USA zum Beispiel ist süßes Popcorn absolut unbekannt und die haben es ja schließlich erfunden. Ich selber mag Popcorn salzig auch am liebsten. Ich weiß schon, ein paar von euch denken sich... Ich esse... Salzig mag ich auch, aber ich esse am liebsten gar keinen Popcorn. Ich esse nicht gern beim Kino gucken, beim Film gucken generell nicht, weil ich dann halt nicht genau zuhören kann. Es kranscht in meinem Mund, dann kann ich schlechter hören. Ich will mich ja 100% auf den Film fokussieren. Ich bin auch wirklich, ich bin einer, der auch nicht mag, wenn daneben, wenn neben dem Film dann im Kino jemand hockt und Popcorn kranscht, so. Das kann ich auch nicht, weil dann fokussiere ich mich so sehr da drauf, das geht nicht. Jetzt. Und ja, es ist auch extrem ungewohnt, aber ganz ehrlich, Salzstangen, Chips oder andere Knappersachen ist ja auch gesalzen und nicht süß. Also warum dann bei Popcorn plötzlich schon? Das sind ja alles tolle Fragen, aber kommt mal bald die Insta-Time? Ja, stimmt, komm, ballern wir die jetzt raus. Alter, mich Handy umschmeißen. Insta-Time. So, ich hau jetzt auf Instagram in einer Story eine kleine Frage raus und später im Video schauen wir dann live, was da für Antworten zurückkommen. Leute, das gibt's Zeus hier, willkommen zu Insta-Time. Jetzt mal reinschreiben in die Kommentare, kennt ihr irgendeine Essenskombination, die ihr dauernd frisst, aber sehr ungewöhnlich ist, sowas wie... Ja, Salami mit Nutella zum Beispiel. Ja, ich bin sehr gespannt, was ich lesen muss. Ich hoffe nicht zu eklig. Oh, was aber geil ist, was ich früher gegessen habe, war das Käse mit Erdbeermarmelade? Ich glaube, es war das so. Schmeckt auch geil. Du isst nicht gerne, sondern du magst keinen Zucker. Ich esse auch keine salzigen Popcorn. Ich esse auch keine Nachos mit Käse. Ey, für mich ist schon einer meiner besten Kumpels, der sitzt im Kino und holt sich mal Nachos mit Käse. Und ich kann diesen Geruch nicht abhaben. Und dann fragt er mich noch, ob ich da was im Hab haben will. Ich dann so, nein, ich will nicht. Innerlich schon so, ich halte es ja aus. Wenn ich mich dann voll auf den Film fokussiere, dann ist es mir auch alles egal, was darum mich passiert, ja, wenn ich da drin bin. Aber ich darf mich halt nicht mit meinem Gedanken so einmal ganz kurz so rüberrutschen, auf das konzentrieren, weil dann bin ich wieder weg. Dann bin ich wieder leicht, dann wieder so, Aber wenn ich mich dann voll im Film drin bin, dann ist alles mir wieder rechts und links und mir dann egal wieder. So, es ist halt, kommt nur darauf an, so wie ich mein Mind eingestellt habe gerade. Ja. Aber prinzipiell, ich esse generell nichts dabei, weil ich mich halt voll ganz auf den Film fokussieren will und die 2 Stunden halte ich aus, ohne zu essen. Also. Zeug. Dann bis dann, ciao und wir sehen uns im Video. Bis dann, juhu! Ist es nicht wieder Zeit für ein Fan-Treffen? Ja, Leute, ohne Scheiß, jetzt kommt's. Echt? Boah, wäre das gemein, wenn YouTube genau jetzt eine Werbung schalten würde. Ja. Am 13. November, das ist der Samstag in 2 Wochen, ist endlich wieder Tube Munich und zwar mit mir. Wem jetzt Tube Munich gar nichts sagt, das ist ein kostenloses Meet and Greet, wo man einfach hingehen kann. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist euch hier anmelden, denn ja, es ist immer noch Corona, das heißt, es dürfen nur maximal 100 Leute kommen. Und natürlich, finde ich schon, müssen wir eine 3G-Regel einhalten, weil anders würde ich es einfach uncool finden. Kommt einfach hin, das ist eine ganz gemütliche Veranstaltung, da kann man einfach eine Runde mit mir quatschen. Wir können auch gerne ein Foto zusammen machen, dass eure Freunde sagen können, he's so ugly. Es wird auch eine kleine FAQ-Runde mit mir geben und ich soll generell mal so einen kleinen Vortrag über ja, YouTube und meinen Kanal halten. Alle Infos findest du in der Videobeschreibung. Ich pinse auch nochmal in den Kommentaren mit an. Ach ja, und by the way, an die alten Hasen, Tube Munich ist nicht mehr am Hauptbahnhof München. Das ist woanders, deswegen bitte die Adresse checken. Hier, Zeo, ein kleines Fanart, okay, was ich meinem Video von gestern gezeigt habe. Alter, das ist doch kein kleines Fanart, das ist ein verdammtes Kunstwerk, Mann. Ein Zeo-Comic, Alter, ich will das haben. Und ja, schau geil, mal, Wolki, du bist da auch mit drauf. Leute, verlinkt mich gerne auf solchen Bildern. Ja, weiß ich, auf Bier jetzt eine Hand, ein Comic für Kinder. So, trinkt Bier. Dann, ich finde es total krass, was ihr über Zeichenskills habt. Ich meine, Alter, wie krass das aussieht. Ist das krass. Ist Wahnsinn. Dagegen sind meine Zeichenskills total auch scheiße, Alter. Kannst du mal was Dummes machen, damit du in ein hungriges Hugo-Video mit reinkommst? Ja, klar, kann ich schon machen, Moment. Was ist das? Sellerie? Nee. Warum werde ich denn jetzt eingeblendet? Alter, wäre das random, wenn das in der nächsten Folge mit drin wäre. Aber ich würde es auch verstehen, wenn das nicht macht, weil hat er nichts mit Twitch zu tun eigentlich. Ja, ja, ja. Wie findest du es, dass durch deine Videos schon Freundschaften entstanden sind? Ja, natürlich ist das halt einfach was Schönes. Ich glaube, jeder YouTuber macht genau deswegen Videos. Aber das fände ich jetzt geil. Wenn dir ein Teilblender von CEO drin wäre, das fände ich actually ziemlich geil. So richtig random, so zack. Warum bin ich jetzt hier drin? Finde ich nice. Ich meine, was könnten sonst noch so ein Motivator sein? Ich weiß es nicht. Andererseits... Was hat die Frage nochmal? Ich hab vielleicht gecheckt. Was? Was ist das? Wie findest du es, dass durch deine Videos schon viele Freundschaften entstanden sind? Freundschaften entstanden sind? Ja, natürlich ist das halt einfach was Schönes. Ich glaube, jeder YouTuber macht genau deswegen Videos. Ich meine, was könnte sonst auch so ein Motivator sein? Ich weiß es nicht. Andererseits will ich dann von meinen... Die Gummibänder, Leute. Die Gummibänder, um Geldscheine zusammenzuhalten. Die sind das Interessante. ...manchen Zuschauern solche Videos zugeschickt bekomme... da frage ich mich schon, ob es vielleicht irgendwie ungesund ist, wenn solche Menschen zusammenkommen. Genau. Und was kam bei der Insta-Time raus? Ja, stimmt, komm.
lösen wir die auf. So, die Frage war ja, was für verrückte Essenskombinationen kennt ihr so, die hoffentlich nicht allzu eklig sind? Und ich schau jetzt mal, was da so für Antworten zurückgekommen sind. Fla Flio-Maschine schreibt Brezeln mit Nutella. Habe ich auch schon mal probiert, aber fand ich irgendwie nicht so geil. Ich finde, Laugengebäck und Nutella passt einfach nicht zusammen. Laura schreibt Gouda-Käse mit Nutella. Hört sich komisch an, schmeckt aber gut. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Salzgurken mit Vanilleeis, ja lecker. Erdbeeren mit Balsamico. Könnte passen. Henry schreibt Pizza mit Ananas. Was bist denn du für ein Freak? Hey, geil. Aurelia schreibt... Hawaii, Pizza Hawaii ist meine einzig wahre Liebe. Pommes mit Preiselbeermarmelade. Ja, zum Cordon Bleu, total normal. Und Karl The Car 96 schreibt Eierkuchen mit Kakao. Eierkuchen, was ist denn das? Ich kenne nur Pfannkuchen. Ah. Ein Dankeschön geht hier raus an alle Kanalmitglieder. Seit dem letzten Video wisst ihr ja sogar die genaue Zahl, wie sehr mich das unterstützt. Aber er sagt Pfannkuchen? Nicht Pfannkuchen? Geht es noch eine neue Debatte jetzt, die wir jetzt aufbrechen können? Oh, Rufus hier oben. Und ein besonderer Dank geht raus an Ehrenkatze, Andrü, Ziolino, Groover, Sir Flauschig, Jona, Fabian, Cookie Island, Bohne, Exodus und Zinizu für das starke Unterstützen. Ich krieg keine Luft mehr. Ich hoffe, man trifft sich mal in Real Life, dann gibt's eine ordentliche Umarmung. Und ich würde sagen, wir führen hier mal den Abo-Slogan wieder ein und der ist für diese Folge. Lasst dem Zeo ein Abo da, denn dann sagt er laut Hurra. Ein Like wäre auch sehr nett, dann geht Zeo auch zufrieden ins Bett. Ja. Und wird richtig fett. Ja, das stimmt. Als ich der Zeo im Bett. Euer Zeo! Was war das denn gerade für eine Reihenfolge? Euer Zeo! Pizza ist einfach Beste, ja. Oliven sind übrigens lecker. Ich liebe Oliven auch, ja. Oliven sind geil. Am besten ist es schön abends ein Brot, frisch getoastet. Ich friere die mal ein, schneide in Scheiben das Brot, mache es in den Tiefkühlfach, dann hole ich sie raus, in den Toaster rein. Dann mache ich Oliven dazu, vegane Salami, Leona, Käse, alles. Und dann mache ich, dann sitze ich da und esse das. Und manchmal dazu noch ein Glas Rotwein, ganz selten, wenn ich mal eins habe überhaupt, einmal im Jahr. Dann ist es, beste Abendessen, sage ich euch, beste Abendessen. Was noch geil sind Schwarzoliven, die schwarzen großen, die sind auch richtig gut, die sind ein bisschen deftiger, dann sind ein bisschen säuerlich, aber die schwarzen mit der guten Gewürz, auch geil. Gut, okay, genug Hunger gemacht. Geiles Video, Zeo. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck.